Herr Doktor, ich leide so an Gedächtnisschwund. Seit wann haben Sie das denn? Was denn? Dr. Fred, ich leide unter Schlaflosigkeit. Aha, hier, ich verschreibe dir ein gutes Potenzmittel. Davon soll ich einschlafen? Nein, aber das Wachbleiben wird dann für dich wesentlich amüsanter. Machen Sie Schluss mit dem Schnaps. Ihre Leber ist am Rand der Zirrhose. Sie haben gut reden. Was soll ich denn sonst machen? Wie wäre es denn mit Sex, wenn es Sie überkommt? Unmöglich. Wo soll ich denn jeden Tag 30 Frauen herkriegen? Dr. Fred, ich benötige ein Mittel gegen Schluckauf. Aua, was sollte das denn? Entschuldigen Sie, aber das ist das beste Mittel. Sehen Sie, Ihr Schluckauf ist weg. Kunststück, den Schluckauf hat ja meine Frau. Hogi, du bist ja noch dicker geworden als zuvor. Hast du denn meine Vorschriften befolgt? Hast du genau das gegessen, was ich dir empfohlen habe? Genau das. Und sonst nichts? Sonst nur meine gewöhnlichen Mahlzeiten. Und? Bist du gesund? Ja, Schatz. Und? Hat er auch was über deinen Arsch gesagt? Nein, von dir war nicht die Rede. Puppy? Was ist eigentlich ein Zaunkönig? Ach, das ist irgendein blöder Fisch. Aber in diesem Buch steht, er würde von Ast zu Ast hüpfen. Da siehst du mal, wie blöd der Fisch ist. Dr. Fred, ich habe nur noch 60 Sekunden zu leben. Warte, ich bin in einer Minute wieder zurück. Dr. Fred, mein Freund Dave glaubt, ein UFO zu sein. Dann soll er in meine Sprechstunde kommen. Gut. Und wo soll er landen? Herr Doktor, ist das eine seltene Krankheit, die ich da habe? Aber nein, die Friedhöfe sind voll davon. Moment mal, so kann es nicht weitergehen.